guten Morgen, meine Damen und Herren. Heute freue ich mich ganz besonders, weil wir einen unglaublichen Publikumsliebling zu Gast haben und einen total sympathischen Menschen. Ich bin froh, dass er endlich erstmals in Wien spielt, obwohl er fast 60 ist. In 3-4 Tagen. Johannes Silberschneider ist in Mautern in der Steiermark zur Welt gekommen. Dort klassische Schulen, Gymnasium in Eisenerz, ging dann ans Reinhardt-Seminar, Eisenbahnersohn. Wie man da auf die Idee kommt, Schauspieler zu werden, werden wir sehen. Und das hat er so glänzend absolviert, aufgenommen, absolviert, sofort ans Burgtheater engagiert worden. Dort war er 2 Wochen und dann haben sie ihn rausgeschmissen. Warum, wird er uns erzählen? Und dann begann die große Reise durch alle großen Theater in Deutschland. Zunächst in Zürich und Stuttgart und dann in den großen Häusern in München, Hamburg und Berlin. Aber was besonders bemerkenswert ist, seit 1981, also das war gerade die Burgtheaterzeit, filmt er. Es sind mittlerweile mehr als 250 Filme geworden. Es sind auch deshalb so viele, weil er oft nur Spezialauftritte hat. Aber es ist immer, also ich habe ihm gerade gesagt, wenn er in irgendeiner Fernsehserie oder einem Stück auftritt, geht mir das Herz auf. Also er ist ein wunderbarer Schauspieler, auch für Miniaturen. Also die ganz vielen Filme. Das erste Mal Rückkehr nach Österreich war eigentlich nach Graz 2011 für das erste Stück von Daniel Kehlmann, Geister in Princeton. Und da wurde er gleich als bester Schauspieler für den Nestroy nominiert. Er hat den Gödel gespielt, als wäre es ihm auf den Leib geschrieben gewesen. Und dann hat er so Wien umkreist mit Klagenfurt und St. Pölten, Salzburger Festspiele. Da ist er seit 2013 zuerst der arme Nachbar und jetzt der Glaube. Und jetzt endlich an der Josefstadt. Er lebt in München seit 30 Jahren mit seiner Lebensgefährtin, der Schauspielerin Barbara de Koy. Und heute ist er endlich hier. Johannes Silberschneider. Bitte. Entschuldigung. Kann man da was drauflegen? Ja, legen wir es da drauf. Danke. Wie kommt denn der daher? Der hat ja noch die Bartschaften an. Nichts zur Premiere geschafft. Wir sollten 3 Eisbären haben, aber er kam nicht, aber wir waren nur 2 Personen. Das hat dann auch gereicht. Und jetzt ist er da. Er ist echt für uns. Ja. Gut, Wasser haben wir nur ein Glas. Ja. Ah ja, danke. Danke. Das ist wie im Kasperltheater, wenn die Kinder dann sagen. Und bitte sagen, wenn er beißt, weil ich merke es. Lieber Herr Silberschneider, wie bitte. Kam es denn endlich zu diesem Engagement an der Josefstadt? Eigentlich, seit der Herbert Föttinger hier ist, habe ich jedes Jahr einen Anruf bekommen von ihm, dass er mich da herbringt. Und das hat mystischerweise nie geklappt, bis auf heuer. Und es war dann so, glaube ich, dass mir die Uli Meier vorgeschlagen hat für diese Rolle. Und dann habe ich gesagt, das ist ja gleich, das wird nichts. Und sagt der Pöttinger. Ja, und dann haben sie gesagt, bitte ruf ihn an. Und er hat gesagt, ja, kann ich machen, aber kann ich gleich schon sagen. Und er ruft mich an und sagt, ja, ich weiß eh, das wird wieder nichts werden und so. Und habe ich gesagt, ja, was ist der Rahmen von wo bis wo? Und ich habe gesagt, ja, 22. oder 20. August bis 11. Oktober Premiere. Und da habe ich sofort Ja gesagt, weil da war nichts. Und das hat offensichtlich gepasst. Und ich war dann wirklich, manchmal muss man was da warten können. Auch wenn sie oft 30 Jahre sind. Aber dass sie frei gehabt haben, das glaube ich nicht. Weil sie wirklich? Sind so unglaublich fleißig. Und oh, jetzt kommt er aus Graz. Also es ist wirklich, sie sind ruhelos, oder? Ja, leider. Ich glaube, das liegt am Beruf des Vaters. Ich bin jetzt auch noch immer mit der Eisenbahn unterwegs. Ich habe keinen Führerschein. Das galt ja damals als sozialer Verrat, wenn du als Eisenbahner einen Führerschein gemacht hast. Das,
Das war ja fast ein Verbrechen. Wir haben in der Familie auch nie ein Auto gehabt. Es gab halt diese Freifahrtscheine zum Studium und da hat man so eine Freifahrtskarte gehabt und ich war das auch so gewöhnt. Und ich habe schon manchmal die Sehnsucht gehabt, in der Pubertät jetzt, dass man sich richtig entwickeln kann, dass man frei herumfahren kann. Aber das war es eigentlich eine arme Kindheit? Nein. Also habe ich nie so empfunden. Ich glaube, die Art von Armut würde, oder diese reiche Kinder würde ich, glaube ich, an jeden heute noch wünschen. Sie haben schon in der Schule im Schultheater gespielt. Wie wird ein Eisenbahnerbub, wie interessiert sich der für Literatur, für Theater, wie kommt man da dazu? Das war so. In Mautern gibt es ja kein Theater, nehme ich an, und auch kein Kino. Ja, doch, es hat beides gegeben, und zwar beides war mit den Redemptoristen verbunden. Das war diese Hauptsitz in Wien, die österreichische Provinz der Erlösermissionare, ein eigentlich neapolitanischer Orden, den der Wiener Stadtheilige, der Clemens Maria Hofbauer, nach Österreich gebracht hat. Und die hatten in Mautern seit dem Jahre, das war ehemaliges aufgelassenes Franziskanerkloster, ihre theologisch-philosophische Hochschule. Und da waren immer Studenten und die haben auch seit der Mitte der 50er Jahre bis Mitte der 60er Jahre Theater gespielt. Eine sehr gute Gruppe, die hieß Schauspiel Mautern und die haben immer Kontakt gehabt zum Josef Meinrad, der selber in Katzelsdorf im Juvenat war bei den Redemptoristen und da haben sie irgendwie vom Burgtheater dann wieder Partituren gekriegt für die Nestroy-Stücke oder Kostümversatzteile. Also, und das hat sie interessiert oder fasziniert? Nein, oder eigentlich nicht. Das hab ich. Aber es war was da. Und die haben sogar im Kino gespielt immer. Es war alles da. Meine Mutter war da kurzzeitig einmal dabei. Aber ich war halt so wie ein normales Kind der 60er Jahre. Ich habe halt, ich glaube, das Erste, was ich gesehen habe, war Schatz im Silbersee im Kino. Naja, da gibt es ja berühmte, der hat es allerdings sogar gelesen, der Herr Bröll. Das ja. Einzige Buch hat er damals gesagt. Wirklich? Ehemaliger Landeshauptmann. Ja. Schön. Schatz im Silbersee. Aber ich bin ja schon die zweite, mein Vater war großer Karl May-Fan, aber ich bin ja schon die Zweitgeneration. Da war damals gerade 50 Jahre Karl May tot, wurden rechte Freunde, aber alles war. Ich bin mit Comics aufgewachsen, mit gut gezeichneten. Also ich habe damals schon irgendwie. Naja, gut, also aber warum wollten Sie Schauspieler werden? Das kam zufällig. Ich glaube, die Eltern haben nie gewusst, ich war das einzige Kind, ich bin sehr behütet aufgewachsen, in einem Kreis ja, von sehr vielen alten Frauen, auch meine Großmutter hat da gewohnt und ihre Schwester, als die Eltern so ein Haus gebaut haben. Und ich ging da im Auto in die Volksschule und in die Hauptschule, wo ich eigentlich ein sehr braver Schüler gut war, ich glaube nicht brav. Aber so schlecht auch nicht. Aber ich glaube, ganz große Leseschwächen in der Volksschule schon. Und in der Hauptschule kam dann die Mathematik auch noch dazu. Und dann, das ist so dahingegangen und es hat sich, glaube ich, nie jemand was überlegt. Ich habe mir mal gedacht, ich habe so ein Schlüsselerlebnis gehabt. Ich bin da im Freibad Mautern an einer Ecke, wo es am tiefsten ist, bin ich mal gestanden mit meinem Buch Miniradl und habe zugeschaut, wie die Altersgenossen schwimmen um die Schulschönheit, die da auf einer Luftmatratze getrieben ist, in einem weißen Bikini, so wie in einem James-Bond-Film. Und habe mir gedacht, ja, das wird es für dich nicht spielen. Und da gab es so zwei so apotheotische Erscheinungen in meinem Kopf, ein Priester und ein James Bond. Und da habe ich gedacht, ja, James Bond, Priester. Und da habe ich gedacht, ich werde nach der Hauptschule, hoffentlich komme ich nach Admont ins Gymnasium und werde da wahrscheinlich in Orden beitreten. Dann fällt das Thema Frauen weg, dann die Selbstversorgung fällt weg und so. Du bist in einer Gemeinschaft eingegliedert, so habe ich mir das vorgestellt, weil ich mir nichts anderes vorstellen konnte. Und da kam dann ein Verwandter seines Zeichens Hauptschuldirektor in Graubart. Und der hat die Eltern gefragt, was mit mir vorhaben. Und ich habe gesagt, wissen wir nicht. Und dann hat er die entscheidende Frage gestellt, was kann er? Und dann habe ich gesagt, zeichnen. Und dann habe ich gesagt, gäbe es noch aufs Musisch-Pädagogische nach Eisenerz, da kann man nach der Hauptschule hin, muss eine Aufnahmeprüfung machen und das passt für ihn. Und mein Vater ist selber mal in Eisenerz zur Schule gegangen. Ich kannte diesen Ort bereits, da hat er mich mehr hingenommen, das war so eine mystische Museumswelt mit Erzberg und Leopold Steinersee und bizarren Berggebilden und da bin ich dann gelandet.
Ja, aber das hat noch immer nichts mit Schauspiel zu doch, tun. Doch, jetzt kommt's eh gleich. Ja, nein. Und da wurde ich in das Knabeninternat gesteckt, weil als Fahrschüler hat man da, obwohl es eigentlich von der Luftstrecke war das vielleicht 20 Kilometer, aber man hat mit der Kirche ums Kreuz fahren müssen, über die Leoben und dann mit dem Zahnradbahn über die ja, 20 dann, Minuten, ja. Und da kam ich in das Knabeninternat, da waren wir 18 Leute im Zimmer und da gab es einen Lehrer, der das geleitet hat, der war Geschichte- und Deutschprofessor, der ist Kurt Majkowski und der hat immer so mit den Maturaklassen Stücke inszeniert zum Schulschluss und in diesem Jahr haben sie gerade, glaube ich, Kurt Götz, Haus in Montevideo, da kommen viele Kinder vor, dann war kein Kind, ich habe eh ausgehört wie ein Achtjähriger und da haben sie mich halt, da hat er mich da reingesteckt als letztes Kind, ich hätte so eine Mädel spielen, Ultima heißt die, und da wurde ich dann ein Ultimus, weil es dann eh keine Perücke und da durfte ich ein Tischgebet sagen und ein paar Sätze. Und nach der Aufführung hat er zu mir gesagt, und du gehörst ein Freinerseminar. Nie gehört gehabt noch. Ich habe gedacht, eher Priesterseminar. Und habe dann gesagt, ich wollte eh Albrecht-Pfarrer werden. Hat er gesagt, Schauspielschüttel, du Trautl. Ja, das war der Berufungssatz. Und wieso sind Sie dann statt ans Priesterseminar ans Reinhardt-Seminar gegangen? Ich habe mir gedacht, er hat mir das eh erklärt, dass das eine Schauspielschule ist. Und da habe ich mir nach der Matura, ich habe dann noch Bundesheer gemacht in Salzburg, habe ich gedacht, probieren tust das jetzt, damit du nicht dauernd die Nachrede hast, du bist feig und hast das nicht einmal probiert. Da sind Sie erstmals nach Wien gekommen? Ja, ich war mal im letzten Jahr mit der Hauptschule mal diese Wienwoche da, aber das war das erste Mal nach Wien. Und da bin ich da, ja, das hat mystischerweise funktioniert, gleich beim ersten Anhieb. Haben Sie ja gleich hingefunden oder wo? Ja, das war, also. Zimmer haben Sie auch gehabt oder wie? Ja, da hat er mir gesagt, der Vater, du nimmst den Regieausweis, das war diese Ermäßigungskarte, Regie, hieß das, hat auch was mit Theater zu tun, gehst am Westbahnhof und da gibt's Schaffnerunterkünfte und da kannst du um 5 Schilling übernachten. Bin hin, und da gibt es eine sehr lustige Geschichte noch. Es war ein großer Schlafsaal mit 20 Betten, nur ein Mann in der hintersten Ecke und der hat so rübergrüßt und dann. Ein Schaffner. Habe ich noch nicht gewusst. Er war ein pensionierter englischer Schaffner, der in Österreich Urlaub machte und hat mich angeredet, ob ich auch Eisenbahner bin. Habe ich gesagt, nein. Und da hat er gesagt, was ich tue, habe ich gesagt, ja, ich mache so eine Aufnahmeprüfung für eine Schauspielschule. Und da hat er gesagt, ja, come on. Und da habe ich ihm vorspielen müssen und ich habe ihm in Herrn Kordl vorgespielt. Das war einer der... Den Herrn Kadel. Ja, und da hat er gesagt, die nehmen dich. Das war meine erste Vorprüfung. Und so war es dann auch. So war es. Waren Sie aufgeregt? Ja, sehr. Ich bin herumgestanden da im Foyer des Ballet Cumberland, ein bisschen wie so ein Flamingo. Ich habe angehabt einen Schnürzelsamtanzug mit Krawatte und einen Kleppermantel, weil es geregnet hat, und dann... Hurt, das war meine Verkleidung oder Bekleidung und das trug mir dann sofort nach der Aufnahme vom damaligen Studentenvertreter vom Edi Erne den Spitznamen Humphrey ein, weil man mich mit Humphrey Bogart assoziiert hat. Und ich bin da wirklich herumgestanden wie ein Storch und immer so, ich habe die Aufnahmeprüfungsnummer, also die Nummer 71 gehabt und da gab es den Portier vom Reinhardt-Seminar, der Herr Brankl hieß der so herumgeschwirrt ist mit diesen typischen braunen Plastik-Arbeitsmäntel da. Und der hat immer umgedacht, der hat gesagt, und das hat gestimmt, Herr Brankl hat wieder richtig, wir haben es genommen. Und dann ist mir erst nachher in ein Bewusstsein, die Nummer 71 war im Gotteslob Priesterweihe. Wirklich. Und das hat sich verbunden da mit den Sprüchen, das habe ich vorher schon immer gelesen, am Reinhardt-Seminar am Alten, wenn man reingegangen ist, im Foyer sind so Kamine und auf den Kaminen die großen Büsten, rechts der Reinhardt, links die Thiemich und da sind drüber so Sprüche gewesen. Und der Reinhardt-Spruch, der ist heute verändert, der hieß damals, denken Sie sich, dass Sie einem Orden beigetreten sind, denn der Schauspiel ist der letzte Schlupfwinkel für all diejenigen, die ihre Kindheit heimlich in die Tasche gesteckt und sich damit auf und davon gemacht haben, um bis an ihr Lebensende weiterzuspielen. Und da habe ich gedacht, ja, wenn ich mir das unterschreibe, also da, das. Und auf der anderen Seite ist gestanden über der Helene Thiemig, nicht Verstellung ist die Aufgabe des Schauspielers, sondern Enthüllung. Und diese Sprüche wurden, glaube ich, für mich zum Portalspruch meiner neuen
oder meiner Berufung, meiner Lebensberufung, glaube ich. Und die haben mich immer begleitet. Und der erste Spruch war ganz wichtig für die ersten, also bis 50. Und der zweite war ab meinem 50. Lebensjahr noch wichtiger. Von der Erst her. Ab 50 haben Sie die Verstellung zur Enthüllung gemacht? Nein, aber die Enthüllung ist dann, glaube ich, wichtiger geworden. Weil Sie Humphrey Bogart sagen. Ja. Ich werde heute eine Frage stellen, die ich nie gestellt habe, weil die liebe, schöne, wundervolle Christiane Huima Strobele, die uns hier seit 12 Jahren begleitet, auch diese wahnsinnigen Bühnenbilder aussucht für unser Gespräch und auch die wahnsinnigen Schauspieler dazu bringt, dass sie ohne Geld hierher kommen und mit uns reden. Sie lobt mich und sie rügt mich, für beides bin ich dankbar. Und sie hat gesagt, warum stellst du eigentlich nie die Frage, da hinten steht sie, ganz an der Säule gelehnt, für dich, Christiane, warum stellst du eigentlich nie die Frage, welche Vorbilder, woran sich die Schauspieler und Schauspielerinnen orientieren? Also bitte, haben Sie solche? Ja, da habe ich leider eine Antwort parat. Das klingt jetzt wirklich blöd, weil das ist die Grätsche, in der ich mich wirklich bewege und das war mir ganz wichtig immer. Meine Vorbilder, ich habe immer gesagt, meine Vorbilder sind Hans Moser und James Dean. Na, also. Die liegen aber weit auseinander. Ja, eben, diese Grätsche. Und wenn es österreichisch gefragt ist, muss ich sagen, Gwaltiger und Oskar Werner. Weil für mich symbolisieren diese Menschen, die eigentlich das Gegenteil gelebt haben, die Wurzel und die hybride Blüte der Schauspielkunst. Der Gwaltinger, der eigentlich aus einem bürgerlichen, großbürgerlichen Elternhaus gekommen ist und sich hinabbegeben hat in die größten Tiefen der österreichischen Seele, ist für mich sowas wie die Wurzel. Und der Oskar Werner, der eigentlich aus den ärmlichsten Verhältnissen kommt und sich raufgearbeitet hat als Burgtheater-Heroe, aber eigentlich als anzubetender Engel der österreichischen Schauspielkunst, der hat dieses andere Wort, nämlich eine lilienartige Blütenranke, ganz weit. Und ich habe mir gedacht, ich muss mich bemühen, der Stil zu werden. Also, dass das irgendwie zueinander fließen kann. So habe ich mir das immer vorgestellt. Gelungen. Ich weiß nicht, aber man sieht. Nun also die erste Rolle in Wien. Sonst haben Sie mir schon mal erzählt, waren Sie in Wien nur, wenn Sie hier gedreht haben, im Hotel gewohnt, aber eben gespielt haben Sie hier nie in einer großen Bühne. Was haben Sie zu der Rolle gesagt, wie man Ihnen das vorgeschlagen hat? Ich glaube, wie die Uli und ich mich getroffen haben zu den Fotos, die da gemacht wurden für die Programmhefte, hat sie zu mir immer gesagt, Prost, Herr Josef. Und hat sie gesagt, das ist das Einzige, was ich von der Ruhm weiß. Ich hab zwar die Uraufführung gesehen, aber ich habe es nicht mehr gelesen. Und ich muss gestehen, ich habe es gar nicht gelesen gehabt. Ich habe einfach nur zugesagt, weil ich ein schlechtes Gewissen gehabt habe, den Herrn Völtinger gegenüber. Wirklich. Ich habe ihn gefragt, kann ich das, bringe ich das zusammen? Oder und ich habe ihm vertraut. Er hat am Telefon gesagt. Nein, so wie wir uns, das erste Mal gegenüber gestanden sind. Am Telefon hätte ich mir das, glaube ich, gar nicht sagen können. Ich glaube, das Warten hat sich wirklich, oder für mich war das wirklich der richtige Zeitpunkt. Und haben Sie jetzt gedacht, weil das Josef und Maria heißt, hat das doch irgendwas mit Priesterseminar zu tun? Nein. Also die Rahmenbedingungen habe ich schon gewusst. Ich habe schon gewusst, um was geht, aber ich habe das Stück nicht mehr überprüft. Und ich war fasziniert. Beim ersten Mal lesen habe ich mir gedacht, das bringe ich nicht zusammen. Beim zweiten Mal lesen habe ich mir gedacht, unglaublich, was da an österreichischer Geschichte ist. Es ist eigentlich wie ein bisschen der Herr Kordel auf Weiterentwicklung und Verinnerlichung. Und nicht mehr so kabarettistisch. Aber es hat ganz viele Dinge, hat natürlich auch mit dem Biblischen was zu tun. Ich glaube, das sehe ich überall. Ich sehe überall das Biblische, weil ich mich bei Theater nicht auskenne, mehr in der Kirche. Es sind halt beides große Ritualräume und so besondere Räume. Aber nein, ich war ganz hingerissen mit das. Das heißt, Sie kennen sich im Theater weniger aus als in der Kirche? Sind weil ich nicht sozialisiert worden bin.
Gleich oft. Nein, gleich oft? Ja, ich glaube schon. Jetzt, wenn man denkt, wie viel Sie Theater spielen, sind Sie oft in der Kirche. Ja. Vielleicht eh zu oft manchmal. Und warum? Was zieht Sie an? Was ist das, das Mystische, das Spirituelle oder die Kindheit? Ja, das ist, glaube ich, hat mit der Kindheit was zu tun. Da gibt es ja ein paar so... ich weiß zum Beispiel, wie ich das erste Mal in einer Kirche war, bei uns war ja das gleich um die Ecke, dass ich da ganz fasziniert war als Bub von dem Licht. Das ist, glaube ich, bei mir immer so... das Licht fasziniert mich immer. Wie das ausschaut und wie das auf Menschen trifft, ich glaube, deswegen hat sich überhaupt die Malerei entwickelt und die Fotografie, weil man Menschen in einem anderen Licht gesehen hat. Und bei Kirchen ist das auch so was Mystisches. Die werden durch Licht zu dem. Und die Glaubensinhalte? Ja, das ist erst später gekommen. Dass man, ich habe halt da ministriert, du fängst halt auch nicht wissend an, lernst eine völlig fremde Sprache. Wir haben da Latein noch ministriert, ich habe relativ früh begonnen mit 7. Der Turini hat auch ministriert und geht nie wieder in die Kirche, also es müsste nicht sein. Ja, ich glaube, das hängt damit zusammen, dass man sie irgendwann, es gibt Menschen, die, man wächst auch aus dem Taufkleid einmal heraus und man muss sich halt dann wieder mal beschäftigen oder ein neues weißes Hemd kaufen oder so. Und so ist es mit der Kirche, glaube ich, auch. Man muss sie in verschiedenen Altersstufen wieder damit beschäftigen und andere Zugänge finden. Und Sie akzeptieren auch das Bodenpersonal, also nicht nur das, was im Alten und im Neuen Testament steht, sondern auch alle, die das jetzt hier sozusagen vertreten. Ja, das ist auch wie die Crew eines Theaters. Das ist, es ist auch wie ein Ensemble. Es gibt halt manche, die sind halt nicht so gut. Oder manche spielen Rollen, die es lieber nicht spielen sollten. Manche sind falsch besetzt. Manche mäßig begabt. Manche können vielleicht woanders hin. Vielleicht an. Aber so richtig Zweifel an der Lehre und an der unbefleckten Empfängnis Maria, weil das gerade gestern war, das haben Sie nie gehegt, diese Konstruktion, sage ich jetzt mal. Nein, glaube ich nicht. Ich glaube, man weiß von der menschlichen Seele oder von dem Nächsten genauso wenig wie von so großen mythischen Lehrsätzen und Dogmen. Ich glaube, ich zweifle ja manchmal an der Wissenschaft. Ich denke mir, das ist so jung, das Gebilde. Und es gibt so viele Fragen, die noch offen sind in der Menschheitsgeschichte und in unserer Daseinsgeschichte, dass ich mir denke, ja, da gibt es ja Spezialisten, die beschäftigen sich auf diese Orte, anschauen die Welt durch diese Brille an, die anderen so. Naja, an der Wissenschaft darf man zweifeln, aber wenn man ein gläubiger Christ ist, glaube ich, darf man nicht zweifeln. Doch, das ist das Wichtigste. Vom Glauben ist der Zweifel das Wichtigste. Wenn man nicht zweifeln würde täglich, oder der Glaube, glaube ich, die muss täglich neu errungen werden. Die muss man sich täglich... Also, dass die Maria, was wir zum Beispiel gestern gefeiert haben, ja, die heilige Jungfrau Maria, wo sie ein Kind hat, ohne Erbsünde geboren wurde. Ja. Ja. Ist schwierig, kann man sich nicht vorstellen. Sonst hätte sie nicht Jesus gebären dürfen, der dann sozusagen das von Gott ist. Sie wurde vorbereitet von höherer Ebene für das. Ja, ist schwierig. Wie das genau geht, weiß ich auch nicht. Aber ich nehme es an. Ich nehme es an. Weil das, weiß ich nicht, es sind ja auch Parabeln teilweise. Ja, super. Aber ich muss das heute mal glauben. Und Sie gehen natürlich auch in die Christmette oder so irgendwie, oder am nächsten Tag, am Christtag. Ja, schon. Ja. Ist mir ein Bedürfnis. Wo werden Sie da sein, in München? In München? Ja. Und am nächsten Tag gleich wieder herfahren zum Spielen? Ich bin sehr oft in der Bahn. Also selbst da hat sich der Berufswunsch meiner Eltern doch dann erfüllt. Mein Vater wollte mich immer bei der Bahn sehen. Er war auch nicht sehr beglückt, wie ich angerufen habe am Rainer-Seminar, dass ich aufgenommen wurde. Er war nicht sehr beglückt. Erst, glaube ich, das ist erst später irgendwie. Naja, aber da können Sie auch gut Rollen lernen in der Bahn. Nein, ich bin sehr froh. Fahren Sie Economy oder erste Klasse? Ist immer zweite Klasse. Ich glaube, das würde ich jedem Politiker auch anraten, öffentlich zu fahren, zweiter Klasse, dann würde er um die Nöte der Menschen mehr Bescheid wissen. Also da. Der Hubert von Geusern, den man halt auch ziemlich gut kennt, hat gesagt, er fährt deshalb nicht in der ersten Klasse, weil dort sind die Personen, die sich selbst ermächtigen, dass sie ihn anreden dürfen. Während in der Economy
wird er nicht angeredet und da hat er seine Ruhe. Ja. Gut, nun ist also dieser Josef und Maria, also auf dem Turini-Stück, gar kein frommer Mensch. Nein, der hat halt das andere Loch erwischt bei der Sozialisierung. Aber das ist mir... Ich denke mir das schon mal... Entschuldigung. Ja, ja, bitte. Na? Wie spielen Sie so einen... Also natürlich spielt man Rollen und ist es nicht. Aber der ist ja wirklich eigentlich... Insofern total konträr, als er sagt, Jesus ist eine Erfindung, den gibt es überhaupt nicht. Also der ist ein radikaler Kommunist und die Religion ist überhaupt nur Opium fürs Volk. Kommt Ihnen das überhaupt über die Lippen? Ja. Jeden Abend? Wenn Sie spielen. Manchmal habe ich, wie ich das gelesen habe, es gibt ja bei jeder Rolle, bei mir gibt es so Sätze, wo ich mir denke jetzt, ja, muss auch sein. Aber Du tue ich mir schon manchmal schwer, aber es ist, das sind Menschen. Und das ist ja auch so, der Mensch ist, glaube ich, wir sind ja da auf dieser Welt angewiesen auf den Nächsten. Und bei Rollen ist ja das auch so, du bist angewiesen auf dieses Rollen gegenüber oder was du halt reinschlüpfen sollst oder was du durch deinen Körper durchlassen sollst. Und das ist natürlich, du bist ja nur, also, ich glaube, dass da gibt's, jeder Schauspieler hat wahrscheinlich seine eigenen Theorien. Ich glaube an die, du bist nur ein Dichtermedium. Da oben steht quasi die Wahrheit, so wie beim Glauben auch. Die Glaubenswahrheit, die ist da drum und die geht durch dich durch und du vermittelst das einem anderen Publikum. Du bist nichts anderes, glaube ich, als Schauspieler wie so ein funktionierender Duschkopf. Da kann man vielleicht noch ein bisschen die Strahlstärke verstellen und dass der Dichter irgendwie in angenehmer Weise das Publikum berieselt. Und du musst halt schauen bei dir selber, wie durchlässig du bist, dass du nicht verkalkt bist oder also auch wirklich. Und was du halt durchlässt. Und wenn der Dichter das sagt, muss ich halt das auch durchlassen. Ich muss das halt, ich denke mir, das heißt so Figuren, bei mir haben sie nie gewusst, für was sie mich hernehmen sollen. Ich war halt dann, am Anfang wurde ich halt so Typ besetzt, und der Axel Korte war der Erste, der mich da besetzt hat für so einen jüdischen Flüchtling, für den jungen Georg Stephan Troller, so als. Du musst dich runterspielen. In du. Der Emigrantentrilogie ja. Hin und zurück, war ja erster Film, nicht? Ja, das war mein erster Film. Und du musst dich jünger spielen. Da war ich, glaube ich, schon 24 und musste auf 17 spielen. War kein Problem, habe ich so ausgehört. Und dann am Reinhardt-Seminar musste ich immer die Alten spielen. Da durfte ich nie die Jungen spielen. Ja, da haben sie gesagt, nein, das ist nicht Alten. Ich glaube, 71 war meine erste Rolle. Für welches Fach hätte man Sie dort oder haben Ihre Kommilitonen Sie eingestuft? Ja, ich bekam dann zu meiner Abschlussprüfung eine Visitenkarte und ist umgestanden Johannes Silberschneider, Spezialist für die Rollenfächer, neurotischer Pubertätsmelancholiker und früher Greis. Liegt zwischen Hans Moser und James Dean. Ist es, ja. Ach Gott, also Josef und Maria. Wie machen Sie es, dass Sie am Abend oder vor der Vorstellung in die Rolle hineinschlüpfen und dass Sie sie nachher wieder loswerden? Geht das eine schneller oder langsamer oder springen Sie rein? Ja, es gibt unterschiedliche Arten. Manchmal ist reinspringen eh das Beste, wo man weiß, was man zu sagen hat. Das ist ja immer so, ich überlege mir ja nichts beim Spielen. Ich habe keine Vorsätze, dass ich jetzt sage, das will ich jetzt so, sondern ich lasse das irgendwie passieren und dann ist halt das Stück in dir, wie es halt passiert. Ich muss sagen, diese Proben, die ich da gehabt habe, waren wahrscheinlich die schönsten Proben meines Lebens, weil da ist alles nur passiert. Ich glaube nicht einmal, dass wir einen Text gelernt haben. Nein, ganz im Ernst, das ist passiert bei allen, weil wir waren völlig unbeleckt, wir haben niemand gekannt, der mit uns das gemacht hat, vom Regisseur bis zur letzten Assistentin, niemand hat niemand gekannt und das war völlig ein normales Aufeinandertreffen, wie eigentlich sowas passieren sollte. Die Uli Meier, die Sie vorgeschlagen hat, hat Sie auch nicht gekannt? Nein, wir haben nie miteinander gespielt, ja. Nur vom Sehen heute halt irgendwie. Naja, die hat Sie halt richtig eingeschätzt. Ja, ja. Aber das Gefühl hat man bei Ihnen ja immer, dass Sie eigentlich das sind, was Sie spielen. Und mit ganz wenig Mitteln. Es ist eine solche Schlichtheit eigentlich.
Und also mich berührt das immer. Auch im Film, auch wenn es eine kleine, oft nur eine kleine Szene ist. Denn Johannes Silberschneider auch, ist schon alles gerettet für mich. Ich glaube, ich mache da nie Unterschiede, ob eine Rolle klein oder groß ist. Für mich ist das, das sind halt, ja. Ich habe das immer gerne mögen bei Comicstrips oder so Nebenfiguren. Oder es kommt, glaube ich, wirklich nur an, wie man die zeichnet. Es ist völlig gut, wurscht, ob die Arme da im Bild ist oder, es ist wirklich egal. Also waren diese, ja? Ich wollte nur die Frage beantworten, mit Rollen reinkommen, rauskommen. Genau. Nein, bei mir ist das gut, wenn ich, glaube ich, eine Stunde früher im Theater bin, dass ich halt irgendwie so dass man halt doch. Ich glaube, es fängt wirklich wie beim Bravo-Starschnitt an. Wie beim Bravo-Starschnitt. Das ist das Begleitende, was mich mein Leben lang begleitet hat. In Bravo gab es dann immer ab dem Jahre 59 konnte man die Lieblinge in Lebensgröße an die Wand binden und es begann immer mit dem linken Fuß. Da waren immer so. Wirklich. Und das letzte war der Kopf. Und so baue ich meine Rollen auf. Ich glaube, man hat am Reinen Seminar auch schon immer gesagt, das Wichtigste bei einer Rolle sind die Schuhe. Du kannst in keine Sandalen einen militanten Menschen spielen und du kannst mit Stiefeln keinen Büßer spielen. Und das ist wirklich so wahr. Du musst die Rolle irgendwie, die geht von unten irgendwie rauf, wie du im Leben stehst und so. Und das ist ganz, ganz wichtig. Und das Anziehen, das ist beim Priester gleich. Das Erste, was beim Ministrant und der Messner nicht da ist, du lernst, Hilfestellung zu leisten, wenn sich der Priester ansieht. Und das ist auch wie beim Schauspiel. Er bekleidet sich für eine Rolle, das ist wie eine Rüstung, da kommt zuerst das Humerale, dann die Albe, dann ist Zingulum, dann kommt die Stola und dann kommt die Kassel drüber und dann ist der so geschützt. Und dann früher ist er nur mit dem Rücken zu den Leuten gestanden, wie so ein Ritter, der da irgendwie nur so hantiert hat. Und beim Schauspiel ist das Gleiche, der muss, das Kostüm ist die halbe mehr, 80% der Rolle. Ja, aber das wirkliche Kostüm, höre ich, kommt ja immer erst, wenn die Proben schon sehr weit fortgeschritten sind. Ja, bei uns war das auch nicht so. Wir haben eine ganz tolle Kostümbildnerin gehabt und die hat gesagt, ihr müsst da drin wohnen, nehmt euch, was ihr wollt. Und ich habe wirklich nur Fundusware, bis auf die Jacken, die wir dann neu gemacht haben. Aber das ist alles nur Fundus und ich bin immer sehr glücklich, weil das ist wie ein Kostüm aus dem Fundus, ist wie eine Altbauwohnung einziehen. Da ist schon was da, da brauchst du gar nichts mehr machen. Und dann gehst halt du rein und du tust das halt dann von innen beleben. Also es ist eigentlich nur die innere Belebung eines Kostüms. Und zum Rauskommen, es gab eine wunderbare Lehrerin bei uns, die einen Nebengegenstand unterrichtet hat, die hieß Sprachkontrolle oder Sprechkontrolle und die hieß Martha Weichselbraun-Dangl. Und die war eine ganz feine Frau, auch sehr sensibel und so. Und als ich meine erste Rolle gespielt habe ich am nächsten Tag irgendwie Unterricht gehabt, da am Reinhard-Seminar. Wir durften im ersten Jahr gar nicht spielen, aber im zweiten Jahr durften wir in Seminarproduktionen mitspielen und im dritten, aber nicht außerhalb. Und wir haben, ich hätte damals so eine Rolle spielen im Schüler Gerber, der Erste, der sie umbringt, der hieß, glaube ich, Pender. Und das haben sie gesagt, was das tust, hauen sie. Habe ich gesagt, ja, dann mache ich es nicht. Ich wollte irgendwie da. Wenn du das tust, dann? Dann hauen sie dich raus aus dem Seminar. Dann wirst du rausgeworfen. Wenn du in einem Film mitspielst? Ja. Das durfte von Wolfgang Glück, diesen Film. Ja, das war der Wolfgang Glück. Und das hat dann unser Studentensprecher gemacht, der mich Humphrey genannt hat, der Eddie Erne. Der spielte diesen jungen Bender, der da dann runterhüpft. Und ich blieb am Seminar und habe dann, glaube ich, in 2 Jahren 8 Stücke gespielt. Und bei der ersten Rolle kam ich am nächsten Tag dahin zur Frau Dangl und die hat gesagt, die hat immer so, machen Sie nie, wenn Sie mit der Stimme was haben, so, oder so. So, dann machen Sie immer nur, das ist ganz sanft alles. Und dann hat sie gesagt, das war sehr schön, was Sie gemacht haben, aber bitte verbeugen Sie sich nie wieder in der Rolle. Und ich habe nicht gewusst, was sie meint. Und dann hat sie gesagt, wissen Sie, wenn Sie zum Applaus gehen, der Applaus, der ist nicht nur die Bestätigung ihres Könnens oder ihrer Leistung, die sie da verbracht hat, sondern ist gleichzeitig die Mithilfe des Publikums, dass es sie von ihrer Rollenaura erlöst. Die wird abgeklatscht, die Rollenaura. Und dann gehen sie hinaus und duschen sie sich und dann trinken sie ein Seidel Bier oder ein Achtel Rotwein und dann müsste das nach einer halben Stunde erledigt sein.
Und ist es so? Ja. Und sie hat gesagt, und dann ist das Zweite, was dann gesagt hat, wissen Sie, wir können Ihnen nicht beibringen, wie Sie in die Rolle hineinfinden, aber das Rauskommen ist ein Ritual. Und ich habe dort lange nicht mehr gedacht, erst wenn wir mit diesem Copyshop-Film da in beim Oscar da waren, da sind wir da gesessen, in der vierten Reihe, und der Oscar, ach, das war dieser Kurzfilm, ja, dieser von mit dem Virgil. Ja. Und das dauert ja ewig lang. Also, und das war damals gerade, wie 9/11 war, und das, und ich musste mal rausgehen auf die Toilette, und es war so, das war das erste Mal in diesem Kodak Theater, das war so wie ein Plastik Art Deco-Bau, und du bist rausgegangen und da war nichts, das war Wüste, nimmer, und ganz weit weg die Klos, und da standen plötzlich so eine Gruppe von Menschen, und ich gedacht, ah so, alte Frauen, die Anaheim Susa, da gibt es ja so einen Hit, The Sewing Circle Book Review and Timing Association. Da habe ich mir gedacht, da stehen irgendwie so ein Lesezirkel von alten Frauen beieinander, und da gehe ich vorbei und plötzlich steht da Woody Allen, Paul McCartney und Heather Mills vor die Klos und reden halt so. Und da bin ich vorbei und ganz ehrfürchtig wieder zurück. Und das ist so, wenn du rausgegangen bist, haben sie sofort so ein Sit-in-Double auf deinen Sitz hingesetzt, damit es nicht klar ist, wenn sie mit die Kamera drüber schwenken. Und die haben so Nummern gehabt. Und wie ich wieder rein bin, hat man der meinige nicht mehr hinsitzen lassen auf meinem Platz. Und da habe ich aber gesehen, dass in zwei Reihen davor ist auch ein Platz. Und da kam ich hinter der Halle Berry zu sitzen, die damals den ersten Oscar für... Ja, ich glaube, sie war die erste Schwarze, die überhaupt einen Oscar gewonnen hat. Und die ging raus, da bringen sie mir einen Ausschnitt, und da war die totale Auflösung und der totale Schock, was sie da gespielt hat. Und sie geht auf die Bühne auf und macht dasselbe wieder. Und da habe ich sofort an die Tankel gedacht, bitte verbeugen Sie sich nicht in der Rolle. Und da war das plötzlich wieder da, dass mir das wieder eingefallen ist. Und hat die Sprechlehrerin Mühe gehabt, Ihnen das Steirische abzugewöhnen? Ist das, ja, das leicht war, gegangen? Nein, das war ein sehr großes Problem für die Suse Nicolette, für meine Rollenlehrerin, meine zweite. Und die hat gesagt, also wenn, das wird nie was mit dir, wenn du das, dir das nicht abgewöhnst. Da habe ich gesagt, ich kann das nicht, ich kann nicht heimfahren, aber schauen Sie, Frau Professor, eine Rolle ist ja was anderes, das bin ja eh nicht ich, das ist ja ein Fremder, ich muss ja das nicht jetzt gleich in meinem Privatleben mit übernehmen. Und außerdem habe ich immer das Gefühl gehabt, dass das eh so ein, dass das ein bisschen so Halbseiten ist, mit wenn Österreicher Hochdeutsch reden. Weil das, ja, es war irgendwie in dem Film... Bleibt ein Versuch! Ja, aber alle Frauen haben dann so geredet, wie die Romy Schneider, weil die halt erfolgreich war mit dieser Aussprache. Und alle Männer haben geredet wie der Obe Fischer oder wie der Brandau. Weil halt das war das... Brandau ist ja auch ein Steirer. Ja. Eigentlich. Ja. Aber das waren so approbierte Muster, die man dann verwendet hat. Und ich wollte schon irgendwas Eigenes finden. Ich will jetzt wissen, wie gut Sie noch steirisch können. Ich habe Sie gebeten, etwas mitzubringen. Es ist so... Als ich ins Engagement nach Hamburg gefahren bin, das war mein weitester Weg von Mautern, und das war 88 im Sommer, und da bin ich in Selztal, diesen berühmten steirischen Banknoten, ausgestiegen, um mich mit Reiseliteratur einzudecken. Und da gab's, das war so ein typischer steirischer Bahnhof mit der besten Musikbox in der Bar drinnen noch, und so, da konnte man in 6 Richtungen wegfahren, also wenn man die Strecke auch noch teilt, so. Und das war für mich als Kind immer was Besonderes. Und da habe ich halt, gab es auch so eine Frau, die so ein Gefährt über den Bahnsteig fuhr, die hieß Frau Juli, wie beim Strindberg, und die hat immer gerufen, heiße Würstel, Schinkensemmel, Bier, Limonade, Wurstsemmeln, und da konnte man die Fenster runter machen. Und ich bin halt ausgestiegen und wollte Reiseliteratur kommen zu der Trafiki, und da habe ich gar nichts gesehen, nur oben in der obersten Reihe hing ein Riesenzeitungsstück, eine steirische Kulturzeitschrift, die hieß Sterz, und da war ein Gratis-Single dabei, und die war eh so Plattensammler, und da habe ich mir gekauft. Und erst im Zug wurde mir bewusst, was das war, und das war eine Sondernummer eines steirischen Grafikers, der auch schreibt, der hieß Herms Fritz, den Namen habe ich noch nie gehört, Herms aus Vornamen, Fritz mit Nachname. Und in Bischofshofen habe ich das erste Mal so entziffert gehabt, was das bedeutet. Und das waren so, ja, sehr,
ein bisschen an der Wiener Gruppe orientiert, so wie der Atman mit der schwarzen Tinten und so, aber viele Jahre später. Und das war eigentlich für mich so das Missing Link zwischen Rosecker, Klöpfer und der Kronenzeitung. Und das war so geballte, steirische, ja, und das kann ich eigentlich. Und da ist jetzt gerade die dritte Auflage erschienen, und da durfte ich dann sogar ein Vorwort reinschreiben, Steirermark ist das. Das kam als Buch raus und hieß Kopf über das Loch. Und da waren halt so, das waren so 33 Gedichte, die so eigentlich eine aussterbende steirische Welt beschrieben. Und das war mir damals noch gar nicht so bewusst, weil für mich war das alles noch da. Ein typisches Gedicht war, also das hätte mir auch so passieren können. Das heißt so einer. Huckt man auf, als ein Blacher, Hosenscheißer, Beizacher und ist für jede Arbeitsdumm. Der geht gern aufs Gymnasium in Graz, Leoben oder Bruck und kommt als Schuldirektor zurück. Das war halt so. Oder so steirische Beispiel. Vernarrt in die Mädel, nix drin in sein Schädel und alle war happy. Das ist unser Pepe. Vom Bircher studieren, ein geschulenes Hirn, kein Lachen, kein Witz. Das ist unser Fritz. Durst an die Stoll, vom Hirn, die Söll, gehst voll. Durst beim Wissen, ist Herz vermissen, ist geschissen. Ja. Es gibt auch, aber es gibt auch durchaus ernsthaftere Literatur. Sie haben ja da in Ihrem... Ja, da gibt es noch viel. Es war so, dass ich den Herrn Fritz viel später erst kennengelernt habe, bei einer Lesung im Literaturhaus in Graz. Und ich habe ihn dann angesprochen, habe gesagt, ich bin ein großer Verehrer von Ihnen. Hätten Sie nicht was Neues? Hat er gesagt, ja. Und er ist eigentlich gelernter Schmied gewesen, ist Lehrer geworden und hat dann an der Ortweinschule Grafik unterrichtet und hat geschrieben und ist ein stämmiger Mann, ein Kahlkopf mit großen Brillen. Und der hat mir dann wirklich, zu Krampus ist das gekommen, seine Texte geschickt. Und die waren unvergleichlich besser noch wie das, was ich da gelesen habe. Und mit diesem, und an diesem Abend, wo ich ihn da getroffen habe, war auch, da habe ich so eine Achtenbusch-Lesung gemacht und da war ein Achtenbuscher Verleger auch da und die habe ich halt miteinander bekannt gemacht und da kamen weitere Bücher raus. Und aus dem Buch Bier und Marüllen habe ich dann gelesen und da habe ich so, da machen wir. Kann man nicht eine von diesen etwas ja, besseren, wie mit Sie sagen? Besseren, besseren. Ein, vielleicht lese ich was vor, gleich den Anfang. Damit man weiß, es geht um Wörter, immer. Und er fängt diesen Biermarin mit einem Wortschatz an aus seiner Heimat, das ist da in der Weststeiermark. Jetzt fällt mir nicht ein, der Ort. Wie? Der Ort fällt mir nicht ein. Ach so. Ist ja egal. Geistal, danke. Im Geistal ist er aufgewachsen. Und das Erste, mit dem ich die Lesung immer beginne, da wissen sie ungefähr, um was es geht, weil da versteht man fast gar nichts. Aber die Leute lachen dann trotzdem drüber. Und das heißt Wörter. Und das geht. Horm. Horm. Der Horm. Horm gehen. Vater. Mutter. Vater. Mama. Stirndli. Der Bauer. Der Bauer. Die Tante. Den Lauter, die Stiezen, Sorgen, Sorgzeig, die Sorgkraut, Lodergorn, der Birnbaum, die Dieren, die Lostel, der Nobel, die Kai, die Buren, die Buren, die Damen, die Buren, der Schoß, Schoßmichel, Michelmachel, Scheißdienstkachel, Krippel, Krippel, einer, Kraut, Kraut, an die Dieber, Jester, Jester, Aufi, Iwi, Obi, Umi, Iwi, Obi, Schrebs, Hirz, Schöben, Pferden, die Mod, der Schauer, das Kramet, das Kramet, noch einmal, die Mod, die Hormet, Hormetl, mei, Hals leer, ich mich fix heimgehen. Horm eini, horm aufi, der Filderks, der Geier, der Fuchs, die Bei, der Weiß, der Hunders, die Herr, Herrbärdl,
Ah, die Orla, das Orchel, der Eichhörl, der Strafitel. Strafitel, der Hau, die Blämer, die Joker, die Almer, die Kehe, der Stier, der Ochs, die Feichten, die Baum, die Staun, der Rauer, der Rauerstaun, der Rauernägel, Rauernägel, Tiefel, hei, der Wurz, boah, boah, ja, boah, los, so einer, so zwei, mir zwei, sie wohl, meinst, ja, Fralle, neiter, nein, nie, knie, Ferschen. So ist es mit der Sprache. Wunderbar, wunderbar. Ja. Dankeschön. Bitte. Bei der Gelegenheit können wir jetzt vielleicht auf eine Ihrer Seitensprünge aufmerksam machen. Sie haben ja auch eine Musikerband oder eine neue. Nein, ich darf Sie jetzt. Erfüllen Sie einen Wunsch. Ja. Ich darf jetzt, witzigerweise mit 60, darf ich ein paar Bands mitsingen. Damals war das nicht nur so, da habe ich eine eigene noch gehabt an der Mittelschule. Wir haben damals so Rock'n'Roll gespielt. Und das war halt so, weiß ich nicht, auch unzeitgemäß. Und jetzt darf ich plötzlich überall mitsingen, bei den Stuben Jazz, bei den Stuben Blues. Und jetzt gibt es so eine, ein Streichquintett einer steirischen Violinistin, die heißt Magdalena Zenz, die spielt beim Jedermann-Orchester auch mit und die hat ein Quintett, das heißt Zink, die haben jetzt ihre erste Platte rausgebracht und wir haben uns vor, ja, heuer eigentlich, bei dem Eröffnungsfest von den Festspielen, haben sie gesagt, bitte, bitte sing mit uns und ja, was? Und da habe ich gesagt, ja, deutsche Schlager und da spielen wir deutsche Schlager oder sagen wir Schlager, angloamerikanische und deutsche Schlager in mit Streichquintettbegleitung. Also ein neuer Rahmen. Zum Beispiel, also die müssen nicht singen, aber die Titel jetzt. Die erste Nummer, die wir ausprobiert haben, wo ich total begeistert war, wie die Magdalena das gemacht hat, war der letzte Titel von der Conny Francis auf Deutsch. Eine wunderbare Nummer, die hieß Meine Reise ist zu Ende. Der erste Titel. Der erste Titel. Gut, und jetzt sagen Sie uns noch, wo wir Sie Schlager singend hören und sehen. Am 20. Dezember in Windobona, am Wallensteinplatz beim Friedl Preisel, heißt der, glaube ich, mit Zink, diesem Streichquartett. Also alle Johannes Silberschneider. Als Advents. 20. Dezember ist zwar ein heikles Datum, da haben alle viel Advents zu tun. Advents. Sie haben gesagt, Jedermann-Orchester. Im Jedermann sind Sie seit 2013. Zuerst als armer Nachbar und in den letzten zwei Jahren als der Glaube. Ja. Das müsste Ihnen ja eher entsprechen als das Kummerl in Josef und Maria. Ja, das glaubt man immer, dass das so nahe liegt. Eigentlich ist das eine Rolle gewesen, die eigentlich immer nur Frauen gespielt haben, so die Grande Dames der Szene. Und die Glaube? Ja, er hieß nur Schwester Glaube, einfach ja. Glaube. Es ist eh nie ein Artikel dabei gewesen. Und wie ich es das erste Mal gespielt habe, hat das der Hans-Peter Hallwachs gespielt, der auch in Graz, den kannte ich schon früher vom Drehen, aber der hat auch in Graz, zufällig ist der eingesprungen für den erkrankten Otto David als Einstein bei Geister im Princeton. Und wir haben eigentlich, und ich habe das sehr bewundert, was der gemacht hat. Und wie dann die Umstellung war, wie der Cornelius ausgestiegen ist als Jedermann, und wie der Tobias gekommen ist, haben Moretti. Das war ein englisch-amerikanisches Regie-Team. Der Julian Crouch, dieser Puppenbauer, und ein texanischer Regisseur, der Brian Mertes ist. Und die haben mich noch gefragt, ob ich vielleicht, weil der Hans-Peter auch aufgehört hat, ob ich das übernehmen will. Und da habe ich gesagt, eigentlich möchte ich lieber den armen Nachbar weiterspielen. Weil es gab da schon irgendwie, ich musste damals vorsprechen, und da gab es auch eine sehr lustige Geschichte. Sie auch vorsingen und sie haben dann gesagt, ja, sie könnten sich beides vorstellen, den guten Gesellen oder den armen Nachbarn. Ich soll mir das überlegen. Aber der arme Nachbar ist ja gleichzeitig auch der liebe Gott. Nein, das war arme nur doppelt besetzt. Es gab, diese Doppelbesetzungen gibt es ja nicht. Die hat es ja erst seit dem Stückel gegeben. Ich glaube, die Überlegung kam durch den Johannes Krisch, weil der sprang dann im zweiten Jahr vom Uli Tucker als Jedermann eines guten Geselle und der hat den guten Gesellen so sinistert gespielt, dass gesagt, man, der kann den Teufel auch gleich spielen.
Das war wirklich die Überlegung, dass der Teufel quasi präsent ist. Und ich weiß nicht, ob das richtig ist. Und man hat einmal unter Reinhardtszeiten hat man eine Doppelbesetzung gemacht, weil der Max Ballenberg, der den Teufel gespielt hat, verunglückt ist damals, der ist abgestürzt, ich glaube 36, der Mann, der Fritzi Massari, der war einer der großen Reinhard-Komiker, der Hans Moser, der Richard Romanowski und der Max Ballenberg. Und der Ballenberg war verheiratet mit der Operetten-Diva Fritzi Massari und der hat selber auch mitgespielt immer, sehr, sehr gut. Und das war schon. Aber in der aktuellen gibt es also keine Doppelbesetzungen mehr. So. Doch, wieder der Gregor Bloib spielt den guten Gesellen und den Teufel, wie es der Moretti, ja. Ist der Tobias Moretti schon gespielt hat beim Stückel. Ja. Gut, also und Sie sind jetzt der Glaube? Nein, ich bin nicht mehr dabei. Ich wurde ausgetauscht. Ich war zu katholisch, glaube ich. Weil es gab ein Ereignis, wie der Philipp Hochmeier eingesprungen ist, statt Tobias, der erkrankt war. Der Tobias wollte nie sagen, kann ich durch Gott gerettet werden? Also bevor ich ihn einlass beim Lauch, muss er sagen, ja, ich glaube, solange ich atme hier auf Erden, kann ich durch Gott gerettet werden. Und er wollte nie Gott sagen. Und er hat gesagt, ja, warum? Er hat gesagt, ja, das ist so kitschig, das ist so, das braucht man nicht. Und er hat gesagt, ja, durch was kannst du gerettet werden? Durch einen Kommissar Rex und durch einen Lawinenhund, durch einen Defibrillator oder durch eine Wiederbeatmung oder was? Oder, ich gesagt, nein, das brauche ich nicht. Und das hat mich immer schier getan. Weil beim Glauben ist eh alles gestrichen, die sogenannte Katechese ist draußen. Und der Stumminger hat noch dazu diese sogenannte Vorspiel im Himmel, wie es beim Faust da ist ja beim Jedermann auch die Stimme Gottes, die den Tod aussendet, um den Jedermann Bescheid zu geben. Das ist bei uns verlegt kurz vor die sogenannte Tischgesellschaft. Für mich ist ja Jedermann so, ich sehe ja das wie so eine weltliche Liturgie. Und das ist auch schon mal ein Problem. Und da haben sie auch die höftigste, quasi diese ganzen katholischen Glaubensgrundsätze sind gestrichen, auch bei der Rolle. Und dann, das schmerzt. Ja, für mich. Ich finde halt, das ist ein katholischer Stickel, da kannst du nichts machen. Da musst du durch. Und jetzt sind Sie nicht mehr der Glaube? Nein. Also 19. Wir sind zu siebt umbesetzt worden. Also sieben von der alten Besetzung von den Amerikanern sind raus. Und jetzt, ja, habe ich frei. Schaut, was Sie den armen Nachbarn, weil den hätten Sie am liebsten geschickt. Den hätte ich gern, den habe ich wirklich gern. Ich hätte so einen guten Gesellschaft, das wollte ich noch überhaupt erzählen. Und da haben sie mich geschickt, ja, sie haben nur zwei Stunden, da habe ich mir beim Höllregel das Bier gekauft, bin am Kapuzinerberg wandern gegangen, habe ein bisschen gelesen und dann bin ich vorbei an der Hetwa-Bastei und da habe ich gesehen, dass diese Türme der Befestigung da vom Kapuzinerberg, da ist auf einmal am Bankerl ein offener Koffer, eine Wäscheleine ist gespannt und da schaue ich rein, die sind alle mit Styropor verscheut und da schaue ich rein und da schaut eine Frau aus und sagt, schau, das ist der von Kommissar Rex, gemeiner. Und dann ging ich zu diesen Obdachlosen rein, die diese Türme da bewohnt haben und die haben gerade auf einem Esbit-Kocher, so wie beim Bundesheer, haben sie Glühwein gemacht. Und dann haben sie mir einen Glühwein angeboten und haben mir gedacht, ja, war mein Nachbar, da brauche ich gar nicht mehr überlegen. Und da habe ich mich halt überreden lassen zum Glauben und dann ist eh alles ganz anders geworden. Und ich habe wirklich immer da so, also ich habe mir nie bei einer Rolle so hart da, was das ist. Beim Glauben? Ja. Es war wirklich schwierig. Und ich glaube, das ist gar nicht. Ich glaube nicht, dass das ein Mann spielen sollte. Und es ist wirklich schwierig. Und ich würde wirklich den ganzen Text belassen, wie es beim Brandau auch ist. Das ist ja, das wurde ja auch ausgemehrt, je nachdem, wie man geglaubt hat. Nach dem Krieg hat da jedermann sogar einen Vater unzerbett, wo es überhaupt nicht dreisteht und so. Und hat der Brandau auch noch gemacht. Ja. Und was ich aber am meisten bedauere, ist, dass man weglässt eben die Jedermann-Rufe und die Glocken. Weil das ist Jedermann. Und der Jedermann wurde ja 11 im Zirkus Schumann in Berlin aufgeführt und war nicht so durchschlagend. Gott, der Richard Strauss hat geweint, aber die jüdischen Kritiker in Kleinert, die haben sie mokiert über das. Die haben so Kritiken geschrieben wie Bekehrungsversuche bei Pferdeäpfelduft oder irgend sowas. Und das war nicht. Und erst in Salzburg, quasi nach dem Ersten Weltkrieg, wo quasi so eine tausendjährige katholische Tradition weg war mit den Habsburgern, hat das irgendwie sich zu neuen Höhen emporgearbeitet. Und diese Erfindungen in Salzburg, nämlich diese geschlossene Tischgesellschaft mit diesen Jedermannrufen und den Glocken, das ist in Salzburg geprägt worden. Und das ist für mich wie die Wandlung. Das muss ich jetzt kurz noch erläutern.
Der Reinhard hat einen Ausdruck geprägt in der Schauspielerbildung, die heißt Absehensleistung. Und das ist genauso, für mich ist ja diese Tischgesellschaft wie das Hochgebet in der Kirche. Und das kulminiert quasi in der Wandlung, wo eine Brotscheibe hochgehalten wird und ein Kelch. Und da wird gesagt, das ist der Leib Christi und das ist das Blut Christi. Und die Gläubigen gehen da mit hinein in diese Annehmung, diese Absehensleistung, dass diese Requisiten den lebendigen Christus darstellen. Und beim Jedermann ist das dasselbe. Sobald die Glocken ertönen und gerufen wird, die hören ja alle, die Zuschauer hören es, die Mitspieler und der Jedermann, aber hören darf es nur der Jedermann. Jetzt entsteht da eine Gemeinsamkeit der Absehensleistung, weil das Publikum und die Mitspieler müssen die Absehensleistung erbringen, dass das nur in seinem Kopf ist. Also wir müssen so tun, als würde man das nicht hören, obwohl wir es hören. Und dadurch entsteht dann im Endeffekt dieses Stückes, wo die apotheotische Erlösung kommt, ein Erlösungsvorgang auch in den Zuschauern und in den Mitspielern. Und das wird da irgendwie verhindert, wenn das nicht mehr da ist. Das wirkt da irgendwie linkisch, weil er spielt halt wie so wie einer, der einen Feitstones hat oder was irgendwie so. Das fehlt mir. Darf ich Ihnen auch eine profane Frage dazu stellen? Bitte. Wie war der Umstieg von Moretti auf Philipp Hochmeier, der so gehypt war, weil man hat ja nichts davon gesehen. Es durften auch keine Kritiken geschrieben. Wie haben Sie es erlebt? Naja, ich kannte das, was der Philipp macht. Der hat ja im gleichen Jahr, als wir begonnen haben mit Jedermann 13, hat er in der Arge auch als Produktion der Festspiele mit einem Amerikaner diese Reloaded gemacht, die ich damals super gefunden habe, und er hat das immer weiterentwickelt. Und ich habe ein paar Mal schon. Aber das muss ja ganz schwer sein, weil der Text ist ja dort ganz anders. Ich finde, ein neuer Text ist ja leichter zu lernen als einer, der ähnlich ist. Ja, er hat schon Begleitung durchs Gipfel. Ja. Aber das kann man eigentlich überhaupt nicht vergleichen, weil das zwei Welten waren, die da aufeinander getroffen haben. Der Philipp ist völlig eine andere Generation schon. Der sieht das eher wie so ein Rockspektakel. Er spielt sich ja im Stephansdom, hat das gespielt. Kommt ihn nicht, traut ihm nicht, so, aber das kann er alles. Und das ist natürlich ein toller Effekt, wenn einer vom, sagen wir, am Domplatz vom 20-Meter-Brettel hupft und man nicht weiß, wie tief das persönlich ist, ob er da überhaupt beitauchen kann, ob er überhaupt ein Netz hat. Das war halt, und die Leute haben das total toll gefunden, aber das ist so ein Akt, halt, wo völlig was anderes passiert. Die kann man auch nicht vergleichen, die zwei Performances. Der Tobias hat sich bemüht, möglichst realistisch, da eine, auch mit verändertem Text, eine moderne Jedermann-Interpretation herauszustellen. Und der Philipp ist halt drüber gefallen wie ein Rockkünstler. Der hat halt Freddie Mercury auf dem Domplatz gemacht. Und wie ist die Bullschaft damit umgegangen? Ja, die war, es ist das erste Mal wachgeküsst worden. Wie ist da ein Röschen? Das war die Erlösung für sie, weil sie war in einem anderen Zusammenhang. Und wenn man, das ist ja überhaupt das Wichtige, du musst Leid in anderen Zusammenhängen sehen. Dann erstrahlen plötzlich Qualitäten, die man nie vermutet hätte. Und das war da genauso. Und das war halt was anderes. Aber der Moretti spielt weiter. Ja. Sie haben vorhin gesagt, die jüdischen Kritiker, das habe ich mir unlängst schon gedacht, wie ich mich auf Sie vorbereitet habe. Wenn Sie so gläubig oder auch katholisch gläubig sind, ist das dann so, dass Sie anderen Religionen gegenüber eine Distanz haben? Oder sind Ihnen gläubige Muslime, gläubige Juden, gläubige Buddhisten lieber als Agnostiker? Nein. Ich glaube, es ist ein Mensch dahinter. Unabhängig, ob ich jetzt gläubig bin oder nicht. Weil das ist das, auf was man angewiesen ist. Das bedeutet nichts, wenn einer unter dem Zeichen da was tut, weil die können, es muss innerlich stimmen. Wenn ein Glaube nicht verinnerlicht ist und wenn der nicht täglich... Ja, aber schätzen Sie einen gläubigen Menschen, egal welchen Glauben er hat, mehr als einen Agnostiker? Nicht unbedingt. Nicht unbedingt. Nein. Mhm. Das ist halt ein Sozialisierungssystem, ein Schutzsystem, das sehr viel öffnen kann, wenn man sich immer damit beschäftigt, aber was auch sehr abschließend sein kann. Und zum Beispiel, gerade bei Jedermann, Agnostiker und gläubig, der Tobias ist gläubig und mag Gott nicht sagen, der Cornelius ist Agnostiker, hat die schönste Erlösung gespielt bei Jedermann.
Das war überhaupt der beste Schluss, den hat der Sven zusammengestrichen mit dem amerikanischen Regisseur, der ein totaler Hofmannsthal-Verehrer war. Die haben sich vor dem Text gebeugt und die haben da wirklich, und der Cornelius hat das wunderbar gemacht. Also, ja, guter Schauspieler. Ja, aber ja. Es ist egal, wer das spielt. Ich glaube, da ist sogar der Glauben, wie man bei mir sieht, störend, wenn man den spielt. So. Ich glaube, das kann bei anderen vielleicht viel besser. Ja. Also diesen verschrobenen Kommunisten in Josef und Maria glaube ich Ihnen sehr. Ja. So ist es. Ich muss jetzt einen großen Sprung machen, weil ich am Anfang versprochen habe, Sie erzählen uns die Geschichte, warum Sie am Burgtheater gleich nach dem Reinhardt-Seminar, sehr toll, dort engagiert zu werden, sofort als junger Schauspieler, nur 14 Tage verblieben sind. Ja, da ist auch der Axel Korte irgendwie schuld. Und zwar, das ist ja bei mir irgendwie, ich habe mich nie entscheiden können, wo. Der Paul Blaha wollte mich ans Volkstheater engagieren, da wollte ich, glaube ich, nicht richtig hin. Da, eigentlich das erste Angebot war, damals kam man am Reinhardt-Seminar noch der Joachim Tenschert. Das war der Co-Direktor vom BE und der hat immer ein Stück inszeniert. Berliner Ensemble, das Brecht-Theater. Und der kam her und hat Antigone von Brecht gemacht und ich habe so eine Mini-Rolle gespielt, diesen Boten. Und der hat immer gesagt, Hanfried, du kommst mit in die Friedrichstraße, du kommst zu uns. Und der hat am Burgtheater inszeniert? Nein, am Reinhardt-Seminar bei uns. Am Burgtheater auch manchmal. Und der wollte mich unbedingt ans BM mitnehmen und da habe ich gefürcht. Das hat mich nicht getraut. Und dann kamen halt so die ersten Filmangebote, der erste war halt der Korte und dann kam der Peter Turini schon, der hat auch bei uns, wir kennen uns schon so lang. Beim Turini habe ich witzigerweise immer die Rollen, die ich gespielt habe, waren Menschen, die ihre Unschuld verlieren. Also so deflorierte. Damals waren es halt nur Jugendliche und beim Josef ist halt ein 71-Jähriger. Aber es ist immer das gleiche Rollenfach geblieben. Der deflorierte Österreicher. Ja, und dann kam halt ein, da habe ich da noch gespielt in einem Film und da kam ein Angebot vom Burgtheater, ich soll da in so einem, es war glaube ich die Ärztinnen vom Hochhut. Und der Böckmann, der ein Schauspieler war, Gerd Böckmann, hat da Regie gemacht und da sollte ich mitspielen. Und da haben wir Proben begonnen und das war für mich schon ein bisschen schwierig, weil es gesagt haben, da müssen Sie jetzt immer erreichbar sein, bis 12 Uhr, jeden Tag. Und ich dachte, da kann ich ja gar nicht nach dem Auto fahren. Das ist eigentlich furchtbar. Und so. Und Wien war für mich schon ein bisschen ein hartes Pflaster für so ein Unschuld vom Lande. Weil das war damals noch sehr dunkel, alles war ein bisschen. Und der erste Winter, wo ich da war, der hat nicht aufgehört. Also es war 1980, 81? Nein, 79. 79. Und das war noch sehr finster. Also da hat es gerade zwei U-Bahnen noch gegeben, die sogenannte Eislinie für mich, Schwedenplatz, Räumernplatz, Dichi. Das war für mich, ich habe ganz lange kein Eis essen dürfen, weil ich mir als Kind bald an so einer Darmvergiftung gestorben wäre. Und in Wien habe ich mich dem Eis hingegeben. Und das ist für mich heute noch die Eishauptstadt. Es gibt, glaube ich, kein besseres Eis als in Wien. Und ja, und da bin ich nur mehr so gefahren. Und es gab sehr viel. Aber das war nicht schuld, dass Sie da rausgeschmissen wurden? Nein. Der Axel Korte, ich kam dann hin und da haben wir das Proben angefangen und der Erste, der mich angesprochen hat, war der Florentin Kroll auf der Treppe zum Lusterbrunnen, wo mein Papa gesagt hat, du bist der Süßschneider Hannes aus Mattern, gell? Ich bin der Kroll Florentin aus Unterwald, das war der Nachbarort, der ist da aufgewachsen. Und das war für mich, ja, das war irgendwas. Und dann kam einmal eine Probe, wo ich im Regieassistent gesagt habe, du, ich muss morgen zum Korte ins Waldviertel, weil da haben wir nur zwei Drehtage. Und ich muss morgen eigentlich früher weg und der nächste ist am Sonntag, das betrifft euch eh nicht. Ich habe gesagt, ja, kein Problem. Und dann bin ich halt am nächsten Tag weggegangen und habe gesagt, wo gehst du denn hin? Hat gesagt, ja, wir haben Korte noch einen Drehtag im Waldviertel. Und ich habe gesagt, was? Ja, habe ich eh schon gesagt. Ja, das geht nicht. Und sind wir gleich runter. Ich bin direkt da nie zu Gesicht bekommen. Also das war der Benning damals. Das war der Benning damals. Sondern wir haben es am Kuck, Dramaturgen vorbei, haben es mir entlassen. Und ich bin dann runtergegangen und habe nicht gewusst, ob ich lachen oder rehren soll. Und dann laufe ich wirklich in Paul Blaha rein. Und der Paul Blaha hat gesagt, und wie geht's dir jetzt da? Und ich gesagt, ja gar nicht, weil sie mich gerade ausgekaut haben. Und da sagt er den typischen Intendantensatz, komm morgen zu mir, ich hab was, aber nichts Gutes. Und da bin ich wirklich hingegangen und das war Volkstheater in den Außenbezirken. Also das war eigentlich mein erstes, aber nie an einem Theater. Ich habe immer nur so Häuser der Begegnung gespielt und das war in Anzengruber mit der Juli Gschnitzer, die die Hauptrolle gespielt hat.
Und ich habe so eine kleine Rolle gespielt, einen Bettelmönch, der das Drama auslöst. Da war die wie die Bayerin, die war schon verheiratet, ist aber geflüchtet und hat eine neue Existenz aufgebaut. Und ich habe die Beicht gehört und habe es nicht losgesprochen. Und da hat es eine Episode gegeben, wir haben das auch im Jugendstiltheater am Steinhof gespielt, in dem Otto-Wagner-Theater. Und bei der Szene, wo ich den nicht losspreche, gibt es einen Rumor in der ersten Reihe. Einer lauft rauf und stürzt auf mich so zu. Und dann schaut gleich die Inspizienten kommen und haben den aufgehört. Die wollten mir ein bisschen niederwürgen, weil ich gesehen habe, ich bin ein Depp. Und da habe ich, mir genau gedacht, ja, siehst du das, wie gut, dass der Umweg über Schauspiel kommt, weil als Priester hast du versagt. Keine Menschenkenntnis. Nix. Wirklich. Lieber Herr Silberschneider, ich habe noch eine ganze Seite an Stichworten. Bitte. Aber die können wir müssen wir das nächste Mal machen. Nein, ich tue da kurz. Ja, nein, ein bisschen muss ich schon noch. Ja, bitte. Aber wir müssen ja irgendwie gehen um Viertel, habe ich geglaubt. Christiane. Gut. Ja. Also Sie werden am nächsten Donnerstag 60. Ja. Ist das für Sie ein Datum, wo Sie denken, jetzt wird irgendwas anders? Oder ist das ein fließender Übergang? Oder macht das etwas mit Ihnen? Geburtstage waren bei mir nie entscheidend, weil es war alles bei uns immer im Dezember, selbst der Namenstag bei mir. Das ist alles so katholisch angelaufen. 13. Geburtstag, 21. Tauf, Christkindl und 27. Namenstag. Und da ist alles, das wurde eigentlich nie beachtet. Ich glaube, Weihnachten war das Hauptfest. Und das ist bei mir heute noch immer so geblieben. Geburtstage wurden kaum gefeiert. Ich sitze jetzt im Zug drin, wenn ich 60 wäre. Und vor noch. Naja, der Papa wird sich freuen. Nein, die lebt nicht mehr, die Mutter auch nicht mehr. Aber so, ich glaube ja sicher dran, dass die. Vielleicht, ja, vielleicht schauen sie zu. Bedeutend. Na gut, aber für Sie selber ist es irgendwie ein zum Innehalten etwas, ein Moment, 60 zu werden. Für den Schauspieler, glaube ich, macht es ja wenig, weil die können ja ewig spielen. Ich habe mir gedacht, wenigstens bis zur Pension muss das doch Wien schaffen. Das hat nur im alten Muster geklappt. Mein Vater ist mit 60 in Pension gegangen. Das Sie nehme ich schauen jetzt ja gar nicht aus wie 60. Ja, das ist bei unserer Generation sowieso anders. Das denke ich mir bei Rollen auch, wie wichtig das ist oft. Ich kann manche Sachen gar nicht glauben, jetzt wenn es so historische Filme spielen, weil manche Leute überhaupt nicht diese Körperlichkeit dieser Zeit haben. Die haben ja mir nur unmittelbar mitgekriegt, wirklich im Körper. Du hast ja gesehen, wie die Leute ausschauen, beim Baden oder so, oder wie die gedacht haben, oder so. Es ist nicht nur das Gewand, sondern also eine Rolle braucht ja irgendwie eine äußere Hülle, die glaubhaft ist. Und deswegen habe ich mir da immer, also bei Jugendlichen damals leicht getan, so herumzuspringen im 20. Jahrhundert, weil ich mir nie modern vorgekommen bin. Ich habe immer geglaubt, ich bin nur irgend so ein Statthalter für irgendwelche anderen Generationen. Aber eher spielen Sie zeitgenössische. Also die Filme sind sowieso ja heute geschrieben meistens. Aber ja, oder selbst alle. Da fahre ich aus. Ich glaube, ich bin eine Nischenexistenz. Eine Schauspieler, ja, eine schauspielerische Nischenexistenz. Irgendein so ein Schwalbennest, was man nicht definieren kann, wo irgendwas rausfliegt. Ich weiß es nicht. Ja. Aber ich sehe mich eher historisch eingebettet als zeitgemäß. Ja. Ja. Gab es in Ihrem Leben so einen Break-Even-Punkt, wo irgendetwas aufgegangen ist oder wo Sie das Gefühl hatten, jetzt habe ich es irgendwie, ist ein großer Schritt für mich weitergegangen? Ja. Ja. Nach dem Tod beider Eltern habe ich das erste Mal Funk gemacht. Und das war für mich das riesigste Erlebnis meiner Schauspieler. Eine Schauspielerdasein. Ja, so Funkhörspiele, Lesen im Radio, Literatur. Und da ist für mich unglaublich was aufgegangen. Wie alt waren Sie da? Ungefähr. 12? Ja, 54, 55. Nein. Ja. Und was hat Ihnen das gegeben? Zufall. Was hat Sie, nein, ja schon. Aber was war da die Bereicherung daran? Ich bin mir vorgekommen wie ein Kind, das allein im Zimmer sitzt und Lego spielt. Lesen ist ja auch Lego, lateinisch lesen. Zusammensetzen. Zusammensetzen. Und ich bin mir wirklich so vorgekommen, und es hat mich niemand gestört dabei. Ich bin mir wirklich mit dem Autor, wo ich nur den Text gehabt habe und hinter einer dicken Glasscheibe saß dann irgendeine Regisseurin, und ich bin mir wirklich so als Dichtermedium vorgekommen.
Ich habe gedacht, jetzt kann ich so gut lesen, was ich nie kann. Ich habe nie lesen können. Ich war legasthenisch veranlagt. Ich habe in meiner Jugend mehr Bilder geschaut als gelesen. Comics. Du hast das nicht furchtbar beim Rollenlernen? Nein, weil Rollenlernen ist ja... Ich habe es am Anfang, zum Beispiel, ich habe weder verstanden, was der Oskar Werner sagt, weil das waren für mich, waren so Töne gesungen. Es waren Töne, die ich angenehm ich habe auch den Bruno Ganz nicht verstanden. Ich habe nie gewusst, was der bei der linkshändigen Frau sagt. Es war mir aber wurscht. Beim Gwaltinger habe ich alles verstanden. Beim Moser auch. Ja. Beim Götz-George habe ich auch nie was verstanden. Nein, aber lesen müssen Sie es ja, wenn Sie ja, lernen. Aber zum Beispiel immer ganz schwer getan, zum Beispiel mit Deutschen, nicht mit Goethe, mit Schiller habe ich mir schwer getan. Mhm. Und mit Kleist auch nicht. Mhm. Aber Lessing. Das geht. Lessing und Schiller, das war für mich Horror. Da habe ich eine Rolle spielen müssen für die Übertrittsprüfung, den Melchtal. Das war bei meinen ersten Rollen. Und da bin ich am Schillerplatz gebildet und habe gesagt, Friedel, bitte, was machst du damit? ich wusste es nicht, was gemeint war. Aber Schiller, wissen wir auch heute, Schiller war sehr auf Droge, sehr emotional, er war Rocker. Schiller war ein zeitgenössischer Rock'n'Roller, irgendwie so auch wie der Schwab. Das geht nur unter anderen Einflüssen. Für mich war das nie was. Also, ja. Obwohl Sie Rock'n'Roll lieben. Ja, aber ich bin nicht so, ich bin glaube ich eher so Highschool-Rock'n'Roll für die Braven. Ich bin ja kein Philipp Hochmeier und so, sondern ich bin eher so brav. Früher haben Sie mir geglaubt, das ist eine Parodie, was ich da mache. Ich habe das aber ernst gemeint. Na gut, also eigentlich haben Sie uns ein Geburtstagsgeschenk gemacht mit Ihrem Auftritt heute. Ich mir auch, mir war es eine Ehre. Liebes Publikum, wir sehen uns wieder am 13. Jänner. Unser Gast wird Zirner. Ich habe jetzt nur an den Vornamen gedacht, bei mir sind die Vornamen immer weit weg. Es ist der Papa, nicht der Johannes. Weil es gibt ja auch schon zwei Zirner. Es gibt schon den Sohn. Ja, Johannes. Aber es ist, bei uns ist der Johannes. Nein, der August. Bei uns ist der August. Dankeschön. Ich habe mir schon früher, wie ich in Ö1 Gespräche geführt habe, nur Stichworte, aber das Wichtigste war, dass ich mir alle Vornamen aufgeschrieben habe. Komisches Leck, ein Leck in meinem Leben. Soll ich das Wintergedicht noch vorlesen? Ich bitte Sie, dass Sie dann zum Abschluss noch... Es gibt von diesem Autor noch ein Wintergedicht. Vielleicht kann ich es eh auswendig, bringe ich es eh auswendig. Nein, nehmen Sie es nur. Im Winter. Am Bergerl rutscht der BMW... Der Dackel hat seinen Bauch im Schnee, im Straßengraben liegt ein Audi. Schneebäumschießen ist ein Gaudi. Ein Dirndl rieselt auf der Straße, der Lehrer hat eine rote Nase. Ans Brückenklanter gefriert die Zungen, die kalte Luft sticht in der Lungen. Ein Nicolo, der bricht seinen Fuß, der Bartl hat die Hände voll Ruß. Schwer verkühlt sind alle Leute. Bald ist wieder Weihnachtszeit. Danke. Ich sage recht herzlich Dank. Danke sehr. Bitte. Danke. Ich danke Ihnen.